Das österreichische Jugendmagazin in deiner Schule und im Zeitschriftenhandel. Cool Hits made in Austria. Ab sofort im Handel oder auf iTunes erhältlich. Hallo bei einer neuen Folge von Cool Talking. Halloween steht vor der Tür, aber eins versichere ich euch, diese Sendung ist alles andere als zum Fürchten. Denn wir haben Austropoper Manuel Normal getroffen, der mit uns über seine Lebenseinstellung und über seine liebste Stellung in der Horizontalen spricht. Außerdem haben wir wieder einen fetten Movie-Hit für euch parat und gleich hier auf der Couch offenbart sich Chartstürmerin Virginia Ernst. Liebe Genie, für alle, die dich nicht kennen, ich stelle dich ganz kurz vor. Virginia, dein ganzer Name, 23 bist du, aus Wien und seit Wochen in den Top 10 der Charts mit deiner Single Rockin'. Wie geht's da? Mir geht's super eigentlich. Also ich hätte mit dem überhaupt nicht gerechnet. Also seit 15 Wochen bin ich unter die Top 10. Und es ist Wahnsinn. Also ich habe echt nicht damit gerechnet, dass das so hochschießt und so einschlägt in Österreich. Du bist ja eigentlich Profi-Eishockeyspielerin ursprünglich, mittlerweile Musikerin. Wie kam's? Ich habe 3 Jahre in Schweden gespielt, 7 Jahre Nationalteam und ich habe einen wirklichen emotionalen Herzschmerz gehabt. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt muss ich das irgendwie freien Lauf lassen. Und habe halt angefangen, auf Englisch zu schreiben und zu komponieren. Und mit 20 habe ich meine erste Gitarre bekommen, wo ich dann via YouTube mir selber Gitarre beigebracht habe. Und so kamen meine ersten Songs zustande. Verantwortungsbewusst. Irre cool. Realistisch. Gerne gesehen. Ich mag keine Kohlrabi. Nichtraucher. Ich liebe Sport. I Wish war eine deiner ersten Single. Mittlerweile sind wir bei Rockin' angekommen. Das Video zu Rockin' zeigt dich ja in einer Liebesgeschichte mit einem Mädel. Das heißt, du stehst auf Mädels? Ja, und ich gehe auch ganz offen damit um. Aber ich will in keine Schublade gesteckt werden. Ja? Es gibt Homosexuelle, Bisexuelle, Heterosexuelle. Und ich finde das auch total super, ja? Aber ich bin die Genie, ich will die Genie bleiben. Ja? Ich bin meine eigene Kategorie und das sollte jeder auch für sich sehen, dass er selber seine eigene Kategorie ist. Und so will ich eigentlich auch nicht wirklich dargestellt werden, okay, wenn man jetzt sagt, okay, sie gibt sich jetzt als Lesbe preis, weil das bin ich nicht. Das widerspricht mir selbst irgendwie. Aber deine erste Liebe, hast du mir erzählt, war ein Junge. Ja, Liebe hin oder her, das war so ein... Ich habe nicht ganz gewusst, wie ich damit umgehen soll und weil es halt jeder gemacht hat, damals mit 12 oder so. Ich habe halt nicht gewusst, okay, Alibi halber habe ich dann einen Freund gehabt, meinen ersten. Aber mittlerweile stehst du eben ganz offen zu Mädels. Genau. Verrätst du uns, was für ein Typ Frau dir taugt? Ich habe keinen bestimmten Typ, ja. Sie muss mich gern haben. Das ist ja das Witzige, auf mich stehen meistens nur... Ich will jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber Heterosexuelle, also weil das finden die irgendwie faszinierend, weil ich weiß dann, okay, die lieben dann mich. Und nicht nur, weil ich jetzt vielleicht gut ausschaue oder weil ich jetzt einen Ruhm habe oder was weiß ich, ja. Aber das fasziniert mich und ja, so einen bestimmten Typ habe ich nicht eigentlich. Einer deiner Musikerkollegen ist Manuel Normal und der möchte auch in die Charts. Mit seiner Musik und mit seiner ganz besonderen Lebenseinstellung. Wir haben ihn getroffen. Manuel Normal, du bist so geil, ich will eine Fieberblase von dir. Wirklich? Sag nicht ich, singst du? Richtig, sind am Text von mir drinnen. Blue Jeans, neue Single vom Album. Ja, ist mir so eingefallen. Du bist ja sowieso eher für das Simple, kann man so sagen. Also weniger ist für die mehr und du sagst, das ist wesentlich lässiger, oder? So zu leben. Du hast gut recherchiert, ja. Stimmt. Du, es ist... Man kommt immer mehr drauf, wenn man sich zum Beispiel neue Sachen kauft und so. Ne? Dass man gleich einmal nach einer Woche ist eine große Lust drauf, ein bisschen vom Flogen, das kennt bestimmt jeder. Aber ich finde das wirklich, wenn man das weiß vorher schon, dass das eventuell gar nicht so wertvoll für einen ist wie andere Dinge im Leben, wie seine Family, wie sein Hund für den anderen fürs Kind. Ne? Für jeden ist was anderes recht wertvoll. Wenn man das ein bisschen bewusster wahrnimmt, braucht man nicht unbedingt
irrsinnig viel Material oder irrsinnig, irgendwie dann auch Geld, ne? Ist gleich Geld, ohne Geld kann man sich viel nicht kaufen. Ne? Natürlich ist es angenehm, wenn man bei Essen und so Dingen, die man halt im täglichen Leben braucht, die man auch lieben kann. Also ich tue zum Beispiel irrsinnig gern kochen und isst dann voll gern. Ne? Und ja, da will ich auch nicht unbedingt voll sparen müssen. Also es ist nicht so, dass ich auf der Straße leben will. Also bei mir ist da schon eine Grenze, aber natürlich versuche ich die geringsten Kosten im Monat aufzuwenden zu müssen, dass ich mir halt Zeit kaufen kann. Ne? Weil Zeit ist halt mein größtes Gut. Da kann ich Musik machen, da kann ich mit meinen Lieben Zeit verbringen, da kann ich kochen, da kann ich essen. Manuel Normal. Was ist denn das Abnormalste, das du in deinem Leben bislang gemacht hast? Außer Musik und damit dir zu wünschen, dass du irgendwann Geld verdienst. Welchen Bereich meinst du jetzt? Ich meine, wenn man sagt, das Abnormalste im Sportbereich, dann war ich am Großglockner zum Beispiel. Also da gibt es ja viele Richtungen. Für die Liebe hängst du dich auch in abnormale Dinge? Das Abnormalste in Sachen Liebe. Da hänge ich mich natürlich in abnormale Dinge. Also die Liebe schräge Stellungen. Kennt keine Grenzen. Nur die schrägsten Stellungen natürlich. Wenn du das zweite Album anhörst, ganz hinten, weißt du welche? Deine Liebste. Das sind sehr persönliche Fragen, die du mir stellst. Ich glaube, dass jeder Mensch seine Favoritenstellung hat. Ne? Meine ist die an der Gitarre. Meine ist vom Fernseher auf der Couch. mit Schweinsbraten und Gitarre. Und Schnaps. Und Schnaps. Viel Schnaps. Und dann Schlafzimmer. Gut, du wirst uns jetzt auch noch was spielen. Was werden wir hören? Sehr gerne. Ich habe mir gedacht, ich spüre euch früher vor von unserem neuen Album. Das Leben verändert sich. Früher war alles besser, sagen die Leute. Ich finde nicht. Der Moment ist wichtig und nicht die Vergangenheit. Die so immer schon, reg dich nicht so auf. Ändern kannst gar nicht, nur hoffen kannst drauf. Die so immer schon, reg dich nicht so auf. Ändern kannst gar nicht, nur selber kommst dann irgendwann drauf. Dass du ja auch eine fallen lassen kannst. In sie. Und wann zu weit ist, dann weißt du wie. Mein Gott, nein, du armer du, du warst mal schon irgendwann früher. Mein Gott, nein, du tust da wieder nicht, du ist keine Zeit mit schlechter als früher. Mein Gott, nein, denk da nicht so viel, denk da mal nicht so viel, denk da nicht so viel, denk da nicht so viel. Das Aussehen ist ja auch wichtig, wie ich vermute. Wie lange brauchst du denn im Bad in der Früh vom Spiegel? Puh, mittlerweile schon länger, weil die Frisur muss sitzen, das Make-up muss sitzen. Also sicher um die 20, 30 Minuten in der Früh. Ja. 20 Minuten mit Duschen natürlich, ja. Also nicht voreilig. Was ist dein liebstes Beauty-Produkt? Mein Haargel, mein Wachs eigentlich. Ich habe dir schon vorab verraten, wir haben immer eine kleine Star-Challenge vorbereitet und die hat in deinem Fall etwas mit Schminken zu tun, was du ja nicht so gern tust. Nicht ganz so, nein. Bisschen Wimperntusche geht, ja, aber das andere, was ist das andere? Na, dann stellen wir dich einmal vor eine Herausforderung, eine kleine. Wir haben mal einen Spiegel, einen Nagellack und einen Lipgloss. Okay. Und wir wollen dich jetzt verwandelt sehen. Ich kann überhaupt nicht Nagellack machen. Sagt mir dazu, Nagellack machen. Mir die Nägel machen, genau. Wie geht denn das? Ich bin urschlecht drinnen. Okay. Alle Finger. Wie viele du magst. Wir können bei den 10 Nägeln auch weitermachen. Naja, also für das, dass du... Das ansonsten wir sind nicht. Ja dabei noch bei der rechten Hand. Also okay, du bist Rechtshänderin, wir lernen ja dich langsam kennen. Aber so schlecht ist gar nicht. Du, was sind denn sonst deine Hobbys, außer nicht schminken? Jetzt habe ich wirklich die Nägel so. Nicht schminken,
Sporteln. Also ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, gehe laufen. Seit ich nicht mehr ASO gespielt, brauche ich irgendwas, wo ich mich auspowern kann. Und da ist mein täglicher Sport. Und ich koche sehr gerne. Ich beschäftige mich sehr gerne mit der Ernährung. Also ich habe auch eine Ausbildung gemacht als Ernährungs- und Fitnesscoach quasi. Und ich habe mich halt extrem auf die Ernährung gesetzt. Und das ziehe ich auch durch weiterhin. Virginia geht gern ins Gym. Und ihr womöglich ins Kino, denn wir haben einen fetten Movie-Hit für euch parat. Wish I Was There mit Zach Braff und Kate Hudson. Eine amüsante Familienkomödie, die zum Nachdenken anregt. Verdammt! Fluchglas! Das Fluchglas enthält alles Geld, das wir haben, um dich auf die Uni zu schicken. Du solltest dich freuen, wenn ich fluche. Wenn du fluchen darfst, dann gilt das für alle. Willst du das etwa? Für genau eine Minute ab jetzt darfst du fluchen. Kackpisser! Ich werde eine Weile außer Gefecht sein. Du musst auf Kugel aufpassen. Oh, das sind so viele furchtbare Nachrichten auf einmal. Aber was ist mit meinem Traum? Ist denn Gott nicht der Meinung, dass ich nach meinem Glück streben darf? Nein! Na dann, danke. Diese Broschüre könnte ihr Leben retten. Es geht um unseren Vater. Da müssen wir zusammenhalten. Kommt gar nicht in Frage. Was ist hier passiert? Das hier. Oh, was mein hast du? Das hast du zugelassen? Nein, ich habe nur unschuldig Videospiele mit dem jüngeren Kind gespielt und... Tucker! Tucker, tolles Kind. Du hast die Wahl, egal welche du willst, solange sie einzigartig und fabelhaft ist, genau wie du. Deine Jungs werden das für den Rest ihres Lebens niemals vergessen. Diese Zeit wird sie als Männer prägen. Wir haben beide unser Leben lang gehofft, etwas Großes zu werden. Und jetzt sind wir endlich dazu aufgerufen, etwas zu tun, was von uns echte Tapferkeit erfordert. Willkommen bei Essen machen. Also Kinder, worum es geht, ist, was für einen Sound er macht, wenn man aus dem Stand Gummi gibt. Hier wird niemand aus dem Stand Gummi geben. Natürlich nicht. Dankeschön. Ich hab Angst. Das weiß ich. Spring rein. Ich werde auf dich aufpassen. Als wir klein waren, taten mein Bruder Noah und ich immer so, als seien wir Helden. Wir waren die Einzigen, die die Welt retten konnten. Doch vielleicht sind wir einfach nur normale Menschen, diejenigen, die gerettet werden. Aber wir können dich auch entlassen. Vielleicht tust du mit dem Lipgloss leichter? Na, das auf jeden Fall. Aber zwei Finger habe ich schon einmal. Du, eines deiner Vorbilder ist ja Pink, ne? Ja. Ist unschwer zu erkennen an deinem Style. Was findest du cool an der Frau? Ich fand die schon als kleines Kind faszinierend. Also, ich weiß nicht, die hat einfach was Besonderes, oder? Pink, daher auch das Lipgloss. Ja, oh yeah. Das heißt, ein Duett mit Pink wäre der absolute Hit? Das wäre mein absoluter Traum, wenn sie mich anschreiben, oder besser gesagt, wenn wir Kontakt aufnehmen würden miteinander und sie mich fragen würde, ob sie mit mir auf der Bühne, also ich mit ihr was auf der Bühne präsentieren dürfte. Oder als Vorband, ganz egal, aber ich möchte sie kennenlernen. Das werde ich auch, also das ist mein Ziel. Warst du schon auf vielen Konzerten von ihr? Ja, um ehrlich zu sein, ich war noch nie auf ein Konzert von ihr, weil alles ausverkauft war. Und das war immer, ich habe einmal, wollte ich wirklich, war ich schon bei der Kasse und dann waren, glaube ich, 100 Leute davor und dann haben sie gesagt, es gibt keine Tickets mehr. Und das hat mir echt das Herz gebrochen, da war ich 7 oder so. Ja. Hast du deinen Lieblingssong von Pink? Dear Mr. President. Also da stellt es mir noch immer die Haare auf. Also die Live-Performance, was ich gesehen habe, war wirklich, die ist wirklich super. Und so, mit so viel Gefühl, ja, und wie sie es rüberbringt, Wahnsinn. Ehrgeizig. Riesiger Fan von Eishockey. Nicht wirklich gerne lernen. Spontan. The End. Auch du zeigst demnächst ordentlich viel Gefühl mit deiner neuen Single, die Ende Oktober erscheint. Wie heißt sie und was dürfen wir erwarten? Es ist eine größere Message in, ich darf es verraten, es ist Soldier, nennt sich die nächste Single. Und es ist ein Antikriegssong. Und ich möchte gleich dazu sagen, ich war noch nie selbst im Krieg und ich war noch nie ein Soldat, aber ich möchte trotzdem mit diesem Song ein Statement setzen, dass generell Krieg, egal was für einen, ob es jetzt zwischen zwei Ländern ist oder wie es jetzt in die ganze Zeit in den Nachrichten läuft oder in der Familie oder zwischen Freunden, dass generell auf gut Deutsch Scheiße ist.
Und somit möchte ich ein Statement setzen und was bewirken damit. Und zum Song direkt, er ist einer meiner Songs, wo ich mal gedacht habe, der wird nie was. Ja, nie. Aber umso öfter ich ihn dann gespielt habe, ja, umso stärker ist er geworden. Und wir haben wirklich, wirklich, wirklich ein starkes Produkt jetzt, ja, wo ich sagen kann, das ist er. Das ist er, ja. Also aufpassen, also abwarten, was passiert. Und ja, bin sehr gespannt drauf. Soldiers sind ja immer stramme Burschen. Du hältst dich mit Sport stramm. Was bringt dich denn eher zum Verzweifeln? Wo fallst du eher um und sagst, da habe ich ganz schön zu knappern im Leben? In der Liebe, muss ich ehrlich gestehen. Es ist wirklich so. Also ich komme mit allem zurecht im Leben und ich würde auch nie mein Leben tauschen wollen, irgendwie auf irgendeiner Basis. Aber in Bezug auf Liebe bin ich irgendwie eingeschränkt. Genie ist Single. Wollen wir einen Aufruf starten? Dabei ist das, glaube ich, noch nicht nötig, aber schauen wir mal, was kommt. Träumst du denn von Family und Kids eines Tages oder ist das nichts? Träumen, ja, das schon. Also jetzt in der Sekunde ist das noch nicht wirklich relevant. Das ist noch irgendwie ganz weit vorne, weil momentan muss ich ja mal mit beiden Beinen im Leben stehen und da ist halt gerade Familie und Haus und Kinder nicht so am Start. Du, nachdem du Chartstürmerin bist, musst du ja jetzt Kohle absahnen ohne Ende. Könntest dir ganz viel Nagellack kaufen. Was kaufst du dir denn mit deinem tollen Taschengeld momentan? Taschengeld mehr oder weniger. Das kommt erst, sagen wir so. In erster Linie würde ich ja mal meine ganzen Rechnungen begleichen, die ich offen habe, die ich schon vor Jahren offen habe. Meinen Audi kaufen. Aber das ist noch in weiter Ferne. Also die Rechnungen sind also in erster Linie. Und die Wohnung natürlich ein bisschen herrichten. So, das war's auch schon fast für heute. Aber, oh Trommelwirbel, jetzt kommt noch unser Gewinnspiel. Wir verlosen heute 2 Alben der Cool Hits Volume 1. Was müsst ihr dafür tun? Sendet mir die Antwort auf die Frage, die wievielte Cool Hits Volume 1 ist das denn? Und sendet die Antwort an gewinnspiel@cool-magazin.at. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Und bis dahin, bitte unbedingt das Cool-Magazin lesen, durchstöbern, aufsaugen, was auch immer. Holt es euch Österreichs einziges Jugendmagazin in der Trafik und an eurer Schule. Und in diesem Sinne, stay tuned und bis zum nächsten Mal hier bei Cool Talking. Liebe Genie, zu guter Letzt, darf ich dich bitte bitten, möchtest du unsere Couch signieren? Gerne. Es wäre mir eine Ehre. Wo soll ich ihn hin? Wo du magst. Unter deinem Bobsch, unter meinem Bobsch, wie du magst. Gleich unter meinem Bobsch da. Super. Great. Cool, das österreichische Jugendmagazin in deiner Schule und im Zeitschriftenhandel. Cool Hits, made in Austria. Ab sofort im Handel oder auf iTunes erhältlich.